Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem weihnachtlichen Frühstück heute. Ein Weihnachtsfrühstück. Es ist ja jetzt die Stadezeit, die schöne Zeit. Und wir haben uns vorgenommen, wir blicken zurück auf das alte Jahr. Aber mal positiv. Positiv? Ja. Ja, positiv. Also gut. Und dann schauen wir ins neue Jahr, auch, weil ich bin ganz fest und überzeugt, das wird noch besser. Ja. Es ist unglaublich, was alles möglich ist, weil schon zwar das Alte schon so gut, wie du sagst. Gell? Vergessen Sie also so Zeug wie Silvester in Köln und all diese Dinge, die Sie vielleicht belastet haben. Ich finde es schon wieder schlimm, dass du schon wieder über Silvester in Köln sprichst. Das gehört ja gar nicht her. Ich meine, überleg mal, ist jemand verurteilt worden? Nein. Hat die Polizei viele festgenommen? Nein. Ist jemand im Kittchen? Nein. Also was willst du? Ja gut, ist nichts passiert quasi. Also, nichts passiert, das gibt's gar nicht. Ist mir nur noch so rausgerutscht, Roland. Ja. Glaub einfach mal an die Statistik. Was sagt die Statistik? Ja, ist nichts passiert. Ist nichts passiert, die Kriminalität fällt. Das ist die Theorie. Und wenn da in der Praxis was passiert, bist eben selber schuld. Sehr gut. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Roland, also auch wenn es so ist, dass gar nichts passiert, ich habe mir angewöhnt, mit meiner Frau nicht mehr rauszugehen abends. Ja, deswegen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist total geil. Du bleibst zu Hause mit deiner Frau. Das kann ich gut verstehen, mit deiner Frau. Ich spare einen Haufen Geld. Ja. Wir kuscheln uns ein. Und ich merke erst mal, wie schön das Weihnachtsfernsehprogramm ist jetzt. Ja, wer muss raus? Ja, Fernsehen, du kannst immer die alten Filme anschauen, jedes Jahr. Und man sagt, den kenne ich doch schon. Und das ist ja wie eine Bekanntschaft, nicht? Das ist ja gerade so. Es ist eine schöne Zeit. Du weißt, was das Beste ist? Nee. Wenn du zu Hause bist, da geschieht auch kein Einbruchdiebstahl. Wenn du dann den Tisch vor die Tür rutscht. Oder noch einen Schrank davor. Passiert gar nichts. Dann bist du auch noch gleichzeitig sicher. Ja, bist du auch sicher. Früher bin ich halt oft meiner Frau in der Weihnachtszeit gerne mal abends ins Theater gegangen und haben wir nachher noch einen getrunken. Dann sind wir getrunken. Ja, bloß auch mit dem getrunken. Ja. Das ist besser, wenn du dich jetzt kulturell dran gewöhnst, Alkohol. Überhaupt für Frauen. Ist zu Hause kein Thema. Für Frauen, ja. Ich meine, du ein bisschen, aber ich bin dankbar. Ich bin dankbar, Roland. Und du solltest immer deine Frau hinter dir gehen lassen. Ja. Das ist kulturell und das schützt deinen Rücken. Ich bin dankbar, dass man so viele positive Aspekte jetzt erst lernt. Ja, mit meiner Tochter habe ich ein bisschen Probleme im Moment. Die möchte natürlich an Silvester raus. Die ist so jung. Blödsinn. Kaffee und Burka gibt es in jedem Kostümverleih. Gibt auch das orientalische Geschäft überall. Da ist sie geschützt. Da ist sie geschützt. Da kann ja nichts mehr passieren. Und wenn sie dann noch quasi das tut, was die Scharia-Polizei draußen sagt, dann kann ja auch da nichts passieren. Und ich meine, blöder ist mit Söhnen, die wollen immer Böller, aber Gott sei Dank, ist ja verboten jetzt. Ist ja auch verboten, diese Böllerei. Das war ja bloß Brot kaputt in die Welt schießen. Roland, ich finde es gar nicht schlecht, die Entwicklung. Ich finde auch. Und weißt du, was das Beste ist? Hä? Zum Jahresende hat uns Angela Merkel die Versicherung geschenkt, dass sie wieder Kanzlerin wird. Jetzt müssen wir es im nächsten Jahr nur wählen, aber da glaube ich fest dran, das wird schon geschehen. Ja. Ich meine, das wäre wirklich klar, wenn die nicht nochmal gehen. Aber da fällt es einem leicht, Ihnen frohe Weihnachten zu wünschen. Ja, liebe Zuschauer. Und mal ein bisschen positiv. Genau, das alte Jahr, das haben wir. Wir schaffen das alte Jahr und es hat uns ja auch geschafft, oder? Und wie wir das jetzt schaffen. Ah, genau.